Kitchen. Ich bin Shubangi von Shubangi and the Maxons. Und wir kochen heute was Schönes. Ein Rezept, was ganz einfach und locker geht und auch nicht viel kostet. Und der Star des heutigen Abends ist das Masala-Gewürz. Und das wird heute ein Linsen-Gemüse-Curry mit Reis. An Reis. Okay. Linsen. Rote Linsen bekommt man eigentlich fast überall. Wir sind heute übrigens im Studio, Raum 51. We're Rap for Food. Die G-Butter. Zwiebeln anbraten für den Gemüse-Curry. Wir machen ja Gemüse-Linsen-Curry. Schön ordentlich Zwiebeln rein. Andünsten. Was auch. Wir machen ein bisschen mehr Bass vielleicht. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Drums. Ein bisschen mehr Pfeffer hier. Jetzt kommen da Zuckerschoten rein. Ihr könnt auch alles mögliche anderes nehmen. Ist völlig wurscht. Aber ich finde die immer ganz lecker. So, schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Prost. Für Rap for Food und Shubangi in the Maxons, wa? Ja. Urlaub. Das ist eigentlich Theos. Beispiel habe ich hier schon die Möhren vorbereitet. Ja? Oh. Wie hast du die denn gemacht, Shubangi? Einfach hier ein bisschen reinreiben. Wenn das jetzt hier funktioniert, dann riecht man das. Ist eine extra Ingwerreibe, Shubangi? Eine extra Mini-Ingwerreibe. Ja, die Spinat von meiner Mama. Hat sie im türkischen Laden gekauft. Einfach ein bisschen reingeben. Ein bisschen zerrupfen und auch gar nicht groß schneiden. Wir haben ja alle Zähne. Spinat. So sieht das Ganze dann aus. Lecker. Ich habe hier wunderbare Chilis. Chili. Ja, da sollte man, glaube ich, aufpassen, oder? Ja, die sind höllisch scharf. Die Kerne raus, weil es das Schärfste. Im Ganzen reintun. Dann kann man die später damit auch wieder rausfischen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Ingwer. Den tun wir auch in diese Gemüsepfanne schon mal mit rein. So, und jetzt tun wir die Linsen, ouch, mega heiß, hier rein. Die nächste Zutat, ich decke das mal hier zu, Kokosnussmilch. Eine schöne Konsistenz. Yeah. Schön umrühren. Oh, das sieht gut aus. Tun wir noch die Tomaten dazu, habe ich schon vorbereitet. Zack. Ich weiß auch. Chili-Tomaten. Dazu einfach ein bisschen Curryblätter, muss aber nicht unbedingt, hat vielleicht auch nicht jeder zu Hause. Wo kriegt man die denn? Die kriegt man auch im asiatischen Laden. Wichtigste Zutat. Masala-Pulver. Einfach so großzügig rein. Nicht zu viel. Ein bisschen Kurkuma und das auch, riecht auch sehr schön. Und Curry. Bisschen Salz und Pfeffer. Das schmeckt man dann zweimal. So sieht das Ganze aus. Da drehen wir mal schön um. Also während unser Gemüse-Linsen-Curry jetzt so ein bisschen einkocht und vor sich hin brutzelt, zeigen wir euch jetzt ein paar Ausschnitte, was Shubangi and the Maxons so getrieben haben in der letzten Zeit und noch vorhaben. Also viel Spaß damit. Die finden es gut. Guck mal, voll geil. Das wird super. Das Curry ist soweit fertig. Damit wir da ein bisschen was Saures drin haben. Ordentlich Limette rein. Zack. So, wir haben einfach normalen Basmati-Reis. Zack. Für die Frische ein bisschen Joghurt. Das mag vielleicht nicht jeder, aber ausprobieren geht über studieren oder so.
Und fertig ist das Linsengemüse-Curry mit Masala-Pulver drin, ja? Mit Tandoori-Masala. Bitte schön. Dankeschön. Sollen wir erstmal weiter anrichten? Deswegen sind wir hier, Masala Kingdom von Shubhangi and the Maxons. Ich finde es ein bisschen heftig. Und wir verlosen jetzt zwei CDs. Einmal unser Album, unsere EP. Und das von Thomson, unserem Feature, ist nämlich auch hier drauf. Yeah. Und jetzt live. Und ihr müsst mir folgende Frage beantworten. Was ist dieses Rote auf unserem Cover? Einfach E-Mail an info@shoeandthemaxons.de schicken. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Einfach sagen, welche ihr haben möchtet. Und wir schicken die euch dann vorbei. So, das war's. Masala Kitchen Volume Number 1. Schuss raus. Das nehmt ihr zum Anschluss. Nee, da kriegen Masala, 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 Masala.